Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu dieser Arbeit an den esoterischen Unterweisungen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, wie sie von Rudolf Steiner 1924 gegeben worden sind. Wir werden heute beginnen mit den Stunden 7, 8 und 11 und dann näher betrachten die Stunden 17, 18 und 19. Ich werde diese Stunden und die Mantren lesen, entsprechend der Aufzeichnungen und einige Worte frei dazu sprechen. Wenn Sie dies für berechtigt halten und sich diese Inhalte ansehen und anhören wollen, dann würde ich Sie bitten, dies voll konzentriert, andächtig, voll bewusst und möglichst ohne Störungen zu tun. Rudolf Steiner hat mit der Weihnachtstagung 1923, 1924 einen Impuls gesetzt für das, was man nennen kann, eine zukünftige Mysterienkultur der Menschheit. Sie begann mit der Grundsteinlegung der allgemeinen anthroposophischen Gesellschaft, mit dem Grundsteinspruch und dann mit den Mantren der Hochschule, der Begründung der Hochschule, auch mit ihren Sektionen, als einen Ort, der eine neue Art von Mysterienstätte begründet hat. Und so möchte ich beginnen, Worte Rudolf Steiners aus der siebten Wiederholungsstunde. Und durch alles dasjenige, was mit dem Impuls der Weihnachtstagung zusammenhängt, durch alles das ist die Möglichkeit herbeigeführt worden, dass diese den Kern der anthroposophischen Bewegung bildende esoterische Schule anzusehen ist als die von Michael selbst inspirierte und geleitete esoterische Schule. Wir fühlen uns so nicht bloß als eine irdische Gemeinschaft, zu einer irdischen Gemeinschaft gehörend, sondern zu einer übersinnlichen Gemeinschaft gehörend, deren Lenker und Leiter Michael, der Erzengel Michael selber ist. So ist deutlich, auch immer wieder von Rudolf Steiner ausgedrückt worden, diese Schule ist nicht aus dem irdischen Gedanken von Menschen entstanden, sie ist aus den Geistimpulsen der geistigen Welt heraus entstanden, um den Menschen den Weg zu geben, also nicht nur zu zeigen, sondern auch einen Weg aufzutun für die Menschen, sich auf diesem Wege zu den Erkenntnissen höherer Welten aufzumachen, zu streben als Geistesschüler, die das Bewusstsein, die eigenen geistigen, seelischen Fähigkeiten so zu erweitern, zu verwandeln, an sich zu arbeiten, dass man zum vollen bewussten Erleben der geistigen Welt kommen kann. Und der erste Schritt dazu ist, dass wir daran arbeiten, uns als menschliche, als geistige Individualität selbst zu erkennen. Und so möchte ich sprechen an ein führend, einleitend, anfänglich die erste Tafel aus der achten Stunde. O Mensch, erkenne dich selbst. So tönt das Weltenwort. Du hörst es seelenkräftig, du fühlst es geistgewaltig. Wer spricht so weltenmächtig? Wer spricht so herzinniglich? Wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung in deines Sinnes Seins erleben? Tönt es durch der Zeiten Wellen weben in deines Lebens Werdestrom? Bist du es selbst, der sich im Raumes Fühlen, im Zeiterleben das Wort erschafft, dich fremd erfühlend in Raumes Seelenleere, weil du des Denkens Kraft verlierst im Zeitverlieren.
Vernichtungsstrome. Und in den ersten Stunden dieser esoterischen Unterweisungen, da erleben wir, wie der Hüter der Schwelle uns heranführt an den Abgrund des Seins, der uns trennt von dem Erkenntnisfelde der geistigen Welt. Und was uns trennt, was uns in den Abgrund reißen will, ist das, was wir in uns aufgenommen haben während dieser Inkarnation auf Erden, vielleicht auch in vorhergehenden Inkarnationen. Dass also wir von den Widersachern in unserem Denken, Fühlen und Wollen manipuliert wurden, so dass wir der geistigen Welt spotten, sie verleugnen, auch nicht den Mut haben, Geistesurteile, die wir selbst erringen können, anzuerkennen. Und wie wir dann in diesen Stunden die Kraft entwickeln, diese Tiere anzusehen als das, was sie sind, ein Teil von uns, sie umzuwandeln, Kräfte zu entwickeln, um unser Denken, Fühlen und Wollen so weit zu reinigen, zu stärken, dass wir dann in die geistige Welt kommen können. In der siebten Stunde sehen und hören wir dann, wie der Hüter der Schwelle jeden Menschen für sich betrachtet und sieht, ist er so weit, in die geistige Welt eintreten zu können. Und wenn das Urteil des Hüters der Schwelle so ist, dann weist er uns den Weg zum beginnenden Erleben der geistigen Welt. Und Rudolf Steiner sagt hier, nicht eher kann man davon sprechen, dass die Begegnung mit dem Hüter der Schwelle wirksam erfolgt sei, bis man nicht die Erfahrung gemacht hat, was es heißt, mit seiner menschlichen Wesenheit in Ich, also mit dem Ich-Bewusstsein und dem astralen Leib, außer dem physischen Leibe zu sein. Es wird ja hier auch darauf hingewiesen, dass der Mensch jedes Mal im Schlafe mit Ich und Astralleib, Ätherleib und physischen Leib verlässt, dass wir aber davor bewahrt werden, die geistige Welt zu erleben, wenn wir noch nicht reif sind und daher in Unbewusstheit in den Schlaf versinken. Wenn wir aber an uns gearbeitet haben, besagte Kräfte des Denken, Fühlen und Wollens so erkraftet haben, dann werden wir geleitet von dem Hüter der Schwelle zum Erleben der geistigen Welt. Und was der Hüter uns dann sagt, ist eben, dass die wahre Wesenheit des Menschen zu finden nicht ist in der physischen Welt, sondern zu finden ist nur in der geistigen Welt, dass die geistige Welt der Urquell des Menschseins ist, die Heimat, die Urheimat des Menschen. Dass also alle Menschen diese Geistesheimat haben, welcher Hautfarbe, Entwicklung, Kultur, Geschlecht oder sonstiges sind. Wir haben eine gemeinsame Heimat, das ist die geistige Welt. Und dann erklingt wiederum von dem Hüter der Schwelle ein bedeutsames Wort. Das sind eigentlich drei Menschen, die in dir sind, der denkende Mensch, der fühlende Mensch und der wollende Mensch, die in jedem Menschen während der Inkarnation im Ätherleib und physischen Leib konzentriert miteinander verbunden sind, gehen wir mit Ich und Astralleib aus diesem konzentrierten Sein heraus, dann dehnen wir uns in die ganze Welt hinaus aus, wir stülpen uns sozusagen als Mensch um. Unser Denken geht in den Fixsternhimmel. Unser Fühlen zu den Rhythmen der Wandelsterne, unser Wollen zu dem sinnlich-physisch zur Erde, zur Erdensphäre. Und so hören wir den Hüter der Schwelle: O, schau die drei, sie sind die Eins, wenn du die Menschenprägung im Erdendasein trägst. Erlebe des Kopfes Weltgestalt. Empfinde des Herzens Weltenschlag, erdenke der Glieder Weltenkraft. Sie sind die drei, die als das Eins im Erdendasein leben. Der Hüter der Schwelle weist uns darauf hin, dass wir gebildet sind aus dem Kosmos heraus, dass unser Kopf, unser Haupt gestaltet ist nach der Weltgestaltung, das Herz, der Weltenschlag, die Rhythmen
des Atmens und Herzschlages zusammenklingen mit dem Rhythmen der Welt und dass unsere Gliederweltenkraft kommt aus der Verbundenheit mit dem Irdischen. Und so ist eben das menschliche Haupt ein Abbild des himmlischen Weltenalls, der Welt, die kosmisch-himmlische Lage dieses Hauptes, das weist darauf hin, wie der Sternenhimmel in uns hereinstrahlt, das Geistige. Und wir sehen, wie der Weltenrhythmus, der als Weltenmusik, als Weltenharmonie ertönt, in Wahrheit dasjenige ist, was im Herzen seinen Widerschlag findet. Und diese Weltenkraft ist diejenige, die in der Schwerkraft und den anderen irdischen Kräften von unten konzentriert ist. So sagt der Rudolf, sagt der Hüter der Schwelle zu uns: Erlebe des Kopfes Weltgestalt. Empfinde des Herzens Weltenschlag. Erdenke der Glieder Weltenkraft. Des Kopfes Geist, du kannst ihn wollen, und wollen wird dir der Sinne vielgestaltig Himmels weben. Du webest in der Weisheit des Herzens Seele, du kannst sie fühlen, und fühlen wird dir des Denkens Keim erweckend Welten leben. Du lebest in dem Scheine der Gliederkraft, du kannst sie denken, und denken wird dir des Wollens Ziel erfassend Menschen streben. Du strebest in der Tugend. Und nach diesen Mahnungen des Hüters der Schwelle, diesen Hinweisen der Verbundenheit des Menschenwesens mit der ganzen Welt, mit dem Kosmos, wenn der Hüter der Schwelle uns reif empfindet, dann spricht der Hüter zu dem Geistesschüler: Tritt ein, das Tor ist geöffnet, du wirst ein wahrer Mensch werden. Das sind die Empfindungen, die durch die Seele ziehen müssen, wenn wirkliche Erkenntnis errungen werden soll. Das sind die Mahnungen, die der Hüter der Schwelle ertönen lässt in dem Augenblicke, wo er uns zugleich sagt: Stellt euch vor, meine Schwestern und Brüder, ihr sagt euch das erste Mal, ich will ernst nehmen diese Worte des Hüters der Schwelle. Ich will bekennen, dass ich noch nicht ein Mensch war. Ich will bekennen, dass ich werde durch die Einsicht in die geistige Welt, dass ich werden kann ein wahrer Mensch. Und in der achten Stunde hören wir nun vom Hüter der Schwelle, wie er uns darauf hinweist, dass unser Denken, Fühlen und Wollen urquellt, urwest aus der geistigen Welt, dass aus der geistigen Welt herausgebildet ist das, was unser physischer Leib ist und nur ein Schatten ist, eine Spiegelung dessen, was der wahre Mensch ist. Wir sehen das Haupt des Menschen und wir erleben und sehen, dass das Haupt des Menschen gebildet ist aus dem vorgeburtlichen lebendigen Gedanken heraus in das, was nun als physisches da ist, damit sich die lebendigen Gedanken abbilden können und wir durch diesen Widerstand des Spiegelungsapparates, des Ätherleibes und physischen Leibes zu Bewusstsein kommen können. Und wenn wir den Menschengeist finden wollen, das Hauptbetrachten des Menschen, dann sehen wir eine Geisteszelle im hinteren Hauptes, Bereich des Menschen, aus dem wir hervorsehen, des Denkens Quelle. Und so hören wir das erste Mantra der achten Stunde: Sieh hinter des Denkens Sinneslicht, wie in der finsteren Geisteszelle Wollen sich hebt aus Leibestiefen. Lasse fließen durch deiner Seele Stärke,
totes Denken, in das Weltennichts. Und das Wollen, es erstehe das Weltgedanken schaffen. In diesen 7 Zeilen ist eigentlich das Geheimnis des menschlichen Denkens in seinem Zusammenhang mit dem Weltenall enthalten. Wollen wir in die geistige Welt voll bewusst kommen, dann müssen wir hinweg schaffen durch eigene meditative Tätigkeit das tote Denken der sinnlich-physischen Welt, das schattenhafte Denken, unser Bewusstsein leer machen willentlich und Willen in das Denken bringen, sodass das Denken beweglich und lebendig wird, dass die Geistesgedanken der geistigen Welt erscheinen können in unserem Bewusstsein. Und dann hören wir, wie unser Fühlen zusammenhängt mit dem Herzen, wie das Herz zusammenhängt mit dem Weltenleben, mit dem Leben, das sich abbildet in den Wandelsternen, in der Sonne. Sieh in des Fühlens Seelen weben, wie in dem Träume dämmern, Leben aus Welten fernen strömt. Lass in Schlaf durch die Herzensruhe Menschen fühlen still verwehen und das Weltenleben geistert als Menschen Wesensmacht. In diesen 7 Zeilen ist das ganze Geheimnis des menschlichen Fühlens, wie es sich verselbstständigen kann, aus der Einheit in die Dreiheit enthalten. Es strömt das Denken als Licht durch Arme und Hände, durch Beine und Zehen und es verwandelt sich in Wollen. Und das Denken erscheint als Willenszauberwesen. Darauf weist uns hin der 3. Teil des Mantrums der 8. Stunde, das den Menschen zu früheren, zu Geist gewordenen Erdenleben in das gegenwärtige Erdenleben hereinversetzt. Sieh über des Wollens Leibes wirken, wie in schlafende Wirkensfelder Denken sich senkt aus Hauptes Kräften. Lass durch die Seelenschau zu Licht Menschen wollen sich verwandeln und das Denken, es erscheinet als Willenszauberwesen. Darinnen ist das Geheimnis des menschlichen Wollens, wie es als solches Wollen aus dem Weltenall heraus schaffend, magisch schaffend im Menschen wirkt, enthalten, Wirkung entfaltend aus dem, was aus den Vorleben, aus den Vorinkarnationen und den Erlebnissen der Zeit zwischen letztem Tod und dieser Geburt in dem beiden Leben in der geistigen Welt entstanden ist. Die 11. Stunde bringt uns bis zu der Möglichkeit, in uns zu errichten, einen Geistestempel in geistiger Welt. Wie der physisch-sinnliche Leib der Tempel ist für das Ich-Bewusstsein, der das niedere Selbst des Menschen in der sinnlich-physischen Welt, so können wir durch Arbeit an uns und so erkraften, dass wir die Fähigkeit erlangen, unser Denken, Fühlen und Wollen so zu entwickeln, dass wir Bewusstheit haben in der geistigen Welt, dass wir so errichten können, einen Tempel in der geistigen Welt, wo wir erleben können, unser wahres Ich und wo wir erleben können, wie sich die Götter aussprechen in uns. Wir erleben, dass das Menschenhaupt Abbild ist des Sternenhimmels, der ganze Sternenhimmel in unserem Haupte. Aber nur der Sternenhimmel, nein, nicht nur der Sternenhimmel. Denn was sind die Sterne? Was ist alles dasjenige, was uns einzelne ruhende Sterne im Weltenraume entgegenstrahlen? Das ist die Wohnung der Götter. Das sind die Stätten, wo die Götter wohnen. Wir sehen hier in der Abbildung, dass wir wahrhaftig, es ist so, dass was sich draußen als Glanzelement der Sterne entfaltet, als blauer Bogen und gelbe Sterne,
Es wirkt im Menschenhaupte, es strahlen die Götter ihre Strahlen in unser Haupt herein, die gelben Strahlen von den gelben Sternen, es ist da drinnen, das sind dann die Gedanken der Götter in unserem Haupte, die roten Punkte. Der Mensch spricht aus dem Zentrum seines Wesens, sein Ich, in diesen zusammengerollten Weltenraum, der das Innere seines Hauptes ist, hinein, ein Pfeil von unten nach oben, aus dem Menschenwesen heraus, das zu sich Ich spricht. Und er soll sich bewusst werden, wenn er sein Ich in dasjenige seines Menschenwesens hineinspricht, das ein Abbild ist der Götterwohnungen, dann wirken in ihm die Götter, die Götterwohnungen bewohnen selber. Dann meditieren wir richtig, wenn wir uns bewusst werden, wenn wir Ich durch die Kraft unseres Hauptes sagen, sprechen an uns die Götter des Weltenraumes und der Weltenzeit. Wir beginnen uns als wahrer Mensch zu erleben, der Teil ist der göttlich-geistigen Welt, des Weltenwortes, das fortwährend schaffend ist am Menschenwesen, um ihn zur selbstbewussten Individualität entwickeln zu können, dass er sich selbst aus eigenen Streben heraus weiterentwickeln kann. Und da vollenden wir eine Meditation in der richtigen Weise, wenn wir sie so vollenden. Wir schauen hinauf, lassen uns beeindrucken von dem Glanze der Sterne, haben in unserem Sinne, als ob der Weltenraum selber uns entgegentönte. Und wenn wir das Weltenrhythmussystem der Planeten ansehen, in seiner Verbundenheit mit der rhythmischen Organisation des Menschen, dieses wunderbare Pulsieren an den Rhythmen von Atem und Herzensschlage, dass wir das sehen als ein Ausdruck der tiefsten Weltgesetzmäßigkeit, spüren in uns die Bewegung und diese Bewegung ist ein Abbild von dem Gange der Wandelsterne, deren Repräsentant in den Mantren angesprochen wird als die Sonne. Die Sonne als den Repräsentant all der Wandelsterne, die den Weltenrhythmus verbinden mit des Menschenrhythmus. Und dann hören wir auch, nachdem wir einen Posaunenklang gehört haben, der uns auf der Götterwohnstätten, einen melodischen Klang, der uns auf die Rhythmen der Wandelsterne hinweist, nun ein dumpfes Rollen aus den Weltengrunden, dass unsere Gliedmaßen in anderer Weise gestaltet sind, dass sie ja nicht gleich unmittelbar erkennbar sind aus dem Zusammenhang mit dem Weltenall, dass aber aus dem Weltengrunde herauf die Kräfte zu uns strahlen, als ein Glänzen von Liebe, was sonst im Umfange ist, sich im Mittelpunkte sammelt und liegen auch die Ursprünge der Liebesmächte, dass die in die Erdenkräfte hinein sich geopferten Wesen Liebesmächte ausstrahlen und wir in diesem dritten Mantren hören, wie diese Kräfte in uns wirken. Und so erleben wir uns, dass wir uns von der Abstraktheit des Menschenwesens anschauen, lösen zu der realen Wirklichkeit des Menschenseins in der Vorstellung, dass wir verbunden sind, dass wir eins sind mit dem Himmel, dem Umkreis und den Erdentiefen. Und das ist, wo uns diese Meditation hinführt, dass wir empfinden, es spricht die Welt zu uns. Wie wir auch sagen können, wir sprechen in uns, wir hören die Welt, was für uns eine Empfindung nicht bloß in uns lebt, sondern was lebt in uns und in der Welt, auslöscht die Welt, auslöscht uns, eins macht im Auslöschen uns und die Welt, dass wir ebenso gut sagen können, es spricht die Welt, wie wir sagen können, wir sprechen in uns. Und so finden wir uns als Geistesschüler auf dem Wege zu erkennen, dass wir den Tempel finden können, ihn gefunden haben, als den Tempel, mit dem Rudolf Steiner sagt, man kann nur durch die Überwindung von 60 Meilen zu ihm kommen, dass man also diesen Wege der Schulung, der Reinigung, der Katharsis gehen muss, um den Tempel in sich zu errichten. Und so hören wir diese drei Mantren, die uns diesen Tempel errichten in der geistigen Welt. Wir hören Weltenposaunenklang.
Melodus der Wandelsterne, Melodien der Wandelsterne und ein Grollen aus den Erdentiefen. In uns spricht ganz intim heraus der Mensch sein Ich, und als Antwort kommt eine Antwort der Engelwesen, die uns und den geistigen Wesen sagen, wie die geistigen Wesen in uns leben. Welten, Sternen, Städten, Götter, Heimat, Orte, sprich den Haupteshöhen, Menschen, Geistes, Strahlung, dass ich bin, so lebet ihr im Erdenleibe, als Menschenwesenheit. Was spür ich weben, was spür ich über mir sich wölben? Es ist etwas, es ist nichts. Wände spür ich, ich sehe sie nicht. Die Meditation geht weiter. Welten, Sonnen, Kreise, Geister wirkens Wege, tönt in Herzensmitte, Menschen, Seelen weben, dass ich lebe. So schreitet ihr im Erdenwandel als Menschen, Schöpfer, Kraft. Was ich gespürt habe, das Weben, Tempel, Gewölbe, das ist oben, sich wölbt oben das Tempeldach, um mich dann Tempelwände. Und wird ein Tempel für uns im Geistigen sichtbar, ein neues Sichtbares steht da im Geistesland. Der Tempel, den ich erst nur gespürt habe, er wird bei der zweiten Strophe wirklich. Und ich höre das Raunen und Rauschen und Grollen von unten. Welten, Grundes, Mächte, Schöpfer, Liebes, Glänzen, schafft in Leibes, Gliedern, Menschen, Wirkens, Strömung, dass ich will. So strebet ihr im Erdenwerke als Menschen Sinnestaten. Der Tempel hat sich vollendet, er hat seinen Boden gewonnen, und in ihm sind da diejenigen, mit denen wir als geistige Wesen in Verbindung treten wollen. Der Tempel ist da, er ist sichtbar für den Seelensinn. Er ist gefunden. Unsere Meditation verläuft nicht so, dass wir eine Vision haben. Sie führt uns in die geistige Welt hinein. Die geistige Welt ersteht. Ich schildere meine lieben Schwestern und Brüder, wie die Meditation verlaufen kann. Webendes Tempelgewölbe, spüren nach der ersten Strophe. Mit dem Seelensinn schauen den Tempel um uns. Der Tempel ist fertig. Und die Wesen, mit denen wir als Menschenlehrer, als Götterlehrer in Verbindung treten sollen, sind da. Wir sind im Tempel drinnen, bewirkt durch erste, zweite, dritte Strophe einer wirklichen mantrischen Meditation. Es ist der Weg zum Tempel. Es ist ein wirklicher Geistesweg. Dann, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir den Tempel finden, dann verstehen wir recht, wie gemeint ist, was Inhalt dieser esoterischen Schule sein soll. Und wir hören dann und haben gehört in den Stunden der 12., 13., 14., 15. und 16. Stunde, wie wir mit unserem Ich und Astralleib in die geistige Welt gelangen können und wie wir dort treffen auf die Verführungen und Verirrungen von Luzifer und Ahriman und wie uns Christus zu dem rechten Wege führt, zum Geisterleben, das uns trägt, solange der Geist uns trägt, uns das ermöglicht, solange und nicht länger, dass wir nicht in Egoismus und Überheblichkeit und Illusion uns verlieren. Und wir erleben, wie wir in den Elementen leben und wie die Elemente in der geistigen Welt uns werden, das Leben weben und wirken der Hierarchien der Engelwesen. Und dann hören wir, wie der Hüter uns zuraunt, ob wir das, was hier
als Schulungsweg, als Imaginationen der göttlich-geistigen Welt uns gegeben worden ist, wie wir das verstehen haben können. Und er raunt uns zu, der Hüter der Schwelle, der Hüter hat verstanden, dein Geist, ich, der Weltengeist in mir, er hielt den Atem an und seine Gegenwart mög erleuchten mein Ich. Nicht stolz, sondern ganz in Demut, durchströmt vom innersten Wesen des Menschen, erlebend und erwartend, was die göttlich-geistige Welt uns zukommen lässt. Und weiter fragt der Hüter, hat begriffen deine Seele, ich, die Weltenseelen in mir. Sie lebten im Sternenrat und ihre Harmonien mögen klingen, schaffen mein Ich. Und aus den Harmonien hofft die Seele, dass das Ich klingend erschaffen werde. Und wir hören zum dritten Male den Hüter sprechen. Der Hüter hat erlebt dein Leib. Ich, die Weltenkräfte in mir, sie richten Menschentaten und ihre Wahrspruchworte mögen lenken mir das Ich. So wird die Seele, nachdem sie mit dem Hüter der Schwelle und den Hierarchien zusammen erlebt hat, die Umwandlung, die Metamorphose der Weltenelemente, so wird die Seele auf diese drei Fragen des Hüters hin innerlich andächtig antworten, verwebt mit der eigenen Wesenheit, dasjenige, was sich in sie ergossen hat aus der göttlich-geistigen Welt. Und so können wir dann hören, in der 17. Stunde, in dem das Menschenwesen jenseits der Schwelle des Seins, wo der Hüter steht, sich fühlt im webenden, lebenden Lichte, wird es allmählich langsam nicht nur gefühltes Licht, es wird langsam solches Licht, von dem man sagen kann, der Mensch sieht es, der Mensch erkraftet Schritt für Schritt in den Stunden so weit, dass er kommen kann, die Kräfte zu entfalten, lebendig sehen zu können, die göttlich-geistige Welt. Und der Hüter der Schwelle weist uns darauf hin, wenn wir in der geistigen Welt aus der Erinnerung uns ein imaginatives Bild malen beginnen vom Regenbogen, dass wir den entstehen sehen können in unserer Imagination, versuchen nun mit der Kraft, mit der du sonst aus deinen Augen schaust, diejenige Substanz dir zu bereiten, mit denen du durchdringst den Regenbogen, mit denen du unten durch den Regenbogen hindurchdringst auf die andere Seite. Dass wir also sehen, wir sind in der sinnlich-physischen Welt, wir gehen hinaus zum Erleben der geistigen Welt. Wir durchdringen den Regenbogen, der uns wird eine Weltenschale, dass wir von rückwärtiger Seite beginnen anzusehen, diesen Regenbogen, dass wir ihn als Weltenschale erkennen können. Von rückwärts anschaut, wird der Regenbogen zur mächtigen Schale, wird zur Weltenschale. Und man sieht nicht mehr einen Bogen, man sieht eine mächtige, halb himmelgroße Schale. Und darinnen fluten die Farben durcheinander, was die Menschen denken, fühlen und wollen. Das flutet in dieser Weltenschale. Und wir erleben, wie der Hüter der Schwelle uns darauf hinweist. Der Hüter, sieh des Ätherfarbenbogens Licht. Gewaltges Rund, lass durch deine Augen Licht erschaffne Kraft dein Ich den Kreis durchdringen und dann schau von jenseit gewahrte Farben flutend die Weltenschale. Man muss durch solche Bilder hindurchgehen. Und wirkt das Bild ganz innig und tief in das Ich hinein, dann schaut der Mensch in diesen Farbenfluten, die die Schale erfüllen, wie in diesen Farbenfluten erscheinen die Wesenheiten der dritten Hierarchie, Angeloi, Archangeloi, Achai, und sie atmen die Farben, nehmen in ihr eigenes Engelwesen die Farben auf.
Man erhält einen Begriff von jenem Welten schaffen, das hinter der Sinneswelt ist und sich abspielt in den Taten der höheren Hierarchien. Man erhält einen Begriff davon, wie jenseits des Regenbogens walten die geistigen Wesenheiten. Zunächst die Farben der Weltenschale aufatmend, in ihr eigenes Wesen aufatmend, aufnehmend. Man schaut, wie übergeht dasjenige, was fließt von der Welt zum Regenbogen, von den Menschen zum Regenbogen, den Regenbogen durchdringt, hinter dem Regenbogen in der halbhimmelhohen Weltenschale Regenbogen als die Gedanken erscheint, die das aufgesogen wird, aufgeatmet wird von den Engelwesen. Und dann beginnen Angeloi und Achai innerhalb der Menschenseele ihr Bewusstsein zu spiegeln, wie sie aufatmen, die Farben fluten, damit dasjenige, was auf der Erde hier im Sinnesschein lebt, soweit es brauchbar ist, wo unsere Gedanken, unser Fühlen und Wollen für die geistige Welt auch wirklich brauchbar sind, ist, für das Geistesreich brauchbar ist, in das Geistesreich hineintragen, was sie verwandelt haben, so, dass es aufgenommen werden kann in der geistigen Welt. Dann gehen sie mit dem, was sie so in sich aufgenommen haben, dienend hin zu den höheren Geistern, zu den Geistern der zweiten Hierarchie. Und wir hören, empfind unserer Gedanken, Farben atmend Leben, in der Schale Lichtes fluten, wir tragen Sinnenschein in Geisteswesensreiche und wenden Welt durchdrungen, uns höheren Geistern dienend zu. Das sprechen die Wesen der dritten Hierarchie, die Angeloi, Achai. Das sind nicht tote Gedanken, wie wir sie haben. Das sind die toten Gedanken, die von uns Menschen kommen, entnommen dem Sinnenschein und im Atem der Angeloi, Achangeloi und Achai lebendige Gedanken geworden. Wie in einem gewaltigen Opfer tragen Angeloi, Achangeloi, Achai diese lebendigen Gedanken hin vor die Wesenheiten der zweiten Hierarchie. Vor Exousiae Dynamis Kyriotetis, da wecken diejenigen Gedanken, die gelebt haben im Erdendasein, die im Erdendasein Schein sind, die wecken die Wesenheiten der zweiten Hierarchie im Sein auf. Und wir sehen, wie empfangen die Wesenheiten der zweiten Hierarchie von den Wesenheiten der dritten Hierarchie die schon belebten Gedanken. Und wie jetzt, wie eine mächtige Auferstehung, eine Welt wird, eine neue Welt aus demjenigen, was tot aus dem Sinnenschein von Angeloi, Achai entnommen worden ist. Eine neue Welt, eine auferstehende Welt wird unter der Wirkung der Exousiae Dynamis Kyriotetis. Dann sehen wir, wie das merkwürdige Geheimnis der Welt, das Geheimnis des Kosmos wirkt. Dann sehen wir, wie Exousiae Dynamis Kyriotetis dasjenige, was sie empfangen haben, von den Wesenheiten der dritten Hierarchie übergeben demjenigen, was wir im Erdendasein strahlen, Strahlen der Sonne, Strahlen der Sterne nennen. All dem Strahlenden wird jetzt belebte, auferwecktes Gedankenweben der Welt übergeben. In Wahrheit strahlt in den Strahlen von Licht und Sternen der Geist. Und es ist schaffende Liebe, die ausströmt von dieser zweiten Hierarchie aus dem Kosmos, was auf den Sternen und Sonnenstrahlen als Liebe webt, als Liebe flutet durch den Kosmos und die eigentliche erzeugend schaffende Kraft im ganzen Kosmos ist, wie sie das anvertrauenden Sternenstrahlen, anvertrauenden Sonnenstrahlen. Jetzt schauen wir mit dem Geistesauge, wie geistesstrahlendes, liebeweckendes, liebetragendes die Geister der zweiten Hierarchie der Welt einverleiben. Wir hören dann, Euer Empfangenes, aus totem Sinnenschein belebtes, wir wecken es im Sein, wir schenken es den Strahlen, die des Stoffes Nichtigkeit,
in des Geistes Wesenheit, Liebe webend offenbaren. Dann sehen wir, wie dasjenige, was also dadurch entstanden ist, dass Erdengedanken der Menschen belebt worden sind durch die dritte Hierarchie, dass das von der dritten Hierarchie belebend Eratmende empfangen worden ist von der zweiten Hierarchie und den Sternenstrahlen, den Sonnenstrahlen mitgeteilt worden ist in Liebe, gewandelt worden ist, das sehen wir übernommen von den Wesenheiten der ersten Hierarchie. Und von diesen Wesenheiten der ersten Hierarchie zu den Elementen gemacht, aus denen sie neue Welten schaffen, was Angeloi Achai aus der Welt sich eratmen, was von ihnen empfangen, Exousiae Dynamis Kyriotetis, das übernehmen und wandeln es in Schaffenskräfte, aus denen sie neue Welten gestalten, Throne, Cherubine, Seraphine. Und es beginnen zu sprechen die Weltenworte, die Wesen der ersten Hierarchie, Throne, Cherubine, Seraphine. Uns ist es zuerst, das sollten wir hören, wiederum ein Himmelsgespräch, bei dem wir Lauscher und Zuhörer sind. Doch gleich wird es uns klar, so ist es nicht. Erstens ließen ihre Stimme ertönen, Angeloi, Ach, Angeloi, Achai. Dann entstand ein Zwiegespräch zwischen Exousiae Dynamis Kyriotetis und der dritten Hierarchie. Und nun mischen sich in das Gespräch Throne, Cherubine, Seraphine, ein ganzer Chor der Geistessphären tönt. In deinen Willenswelten fühl unser Welten wirken. Geist erglänzt im Stoffe, wenn wir denkend schaffen. Geist erschafft im Stoffe, wenn wir wollend leben. Welt ist ich wollend Geistes Wort. Das Geistes Wort, das ich will, ist die Welt. Und indem wir diese Worte an unser Menschenwesen herandringen hören, mit den Geistesohren, wird es hell in der geistigen Welt. Das milde Licht, das vorher da war, wandelt sich in Geisteshelle. Und in der 18. Stunde hören wir nun, so Zeuge desjenigen, was Wesen höherer Welten miteinander sprechen, so durchdrungen von demjenigen, was die höchsten Wesen als das Weltenwort in die Menschenseele hinein ergießen, damit das Menschenherz ihm entgegenschlage, so müssen wir uns drinnen fühlen im allwaltenden, allwesenden Weltenlicht, in dem wir selber drinnen leben und weben. Und wir hören, wo nicht verkörperte Wesen sind in der geistigen Welt, wo Geister ihr Leben leben, wo Geister ihre Wahrheit denken, wo Geister ihre Schönheit erglänzen lassen, wodurch Geister ihr Wirken geistig wirkt. Und auf geht uns die große, die allumfassende, die in Geisteswellen, Welten webende Wahrheit. Geist ist, wo wir sonst sind im Leben, auch in der Welt des Sinnesscheines, ist nur Geist, Geist allein. Das steht jetzt vor unserer Seele. Wir sehen in diesem Bild, in diesen hellen Feldern, ist, überall wo Geist ist etwas, da ist Geist. Und wo es nicht ist, da ist nichts. Was wir im sinnlich-physischen als Tiere, Pflanzen, als Materialien, Mineralien ansprechen, das ist nichts. Was dazwischen ist, ist der Geist. Und die Geisteswelt sagt uns, hier ist, überall wo Geist ist etwas. Und wo Geist nicht ist, ist nichts. Wenn wir die Worte verwenden für Mineralien, Pflanzen und Tiere, die eigentlich im Nichts sind, dann verwenden wir sie als Illusion. Wir verwenden unsere Kräfte für Nichtigkeiten. Erst wenn wir in der geistigen Welt die Wirklichkeit der Existenz dessen, dass der Geist ist,
dass der Geist wirklich ist und der Rest Illusion, da erleben wir dann erst die Wahrheit der Welt. Der Hüter der Schwelle, jetzt wo wir in Helligkeit erschüttert stehen, durch die große Wahrheit allein Geist ist, jetzt spricht er nicht, jetzt deutet er stumm, wie oben die Wesen der höheren Hierarchien miteinander sprechen. Der ganze Chor der Angeloi beginnt zu sprechen. Wir schauen auf die liebevoll dienenden Gebärde der Angeloi, Ach Angeloi, Achai, die sich hinwenden zur Exousiae Dynamis Kyriotetes der zweiten Hierarchie. Wir haben den Anblick der Scharen dieser zweiten Hierarchie im Welten schaffen, im Welt beherrschen, im Welt beleuchten und hören, was die geisterleuchteten, göttlich wollenden, göttliches wollende Wesen miteinander sprechen. Und die Angeloi, wir hören sie sprechen. Es denken die Menschenwesen. Wir brauchen das Licht der Höhen, dass wir im Denken leuchten können. Dynamis, empfanget das Licht der Höhen, dass ihr im Denken leuchten könnt, wenn Menschenwesen denken. Wenden Sie sich hin, bittend, zu den Dynamis, die Angeloi, damit Sie bekommen jene Kräfte, durch die Sie richtig führen können, die Menschenwesen im Denken. Sie versuchen, durch die Kräfte der zweiten Hierarchie in das Menschendenken hineinzuwirken, dass der Mensch seinen Weg findet zum liebevollen, freien Geisteswesen. Die Dynamis aus dem Bereiche des Leuchtens, Herrschens, Wirkens antworten liebevoll, wohlwollend und das flutende Licht, Kraft des Leuchtens im Denken. Es strömt hinüber von den Dynamis zu den Angeloi. Und dann hören wir die Ach Angeloi, wie sie sich wenden an Exousia und Kyriotetes. In ihrer Sorge geht auf, dass die Sorge um das Fühlen der Menschenwesen. Ach Angeloi, es fühlen die Menschenwesen. Wir brauchen die Seelenwärme, dass wir im Fühlen leben können. Kyriotetis und Exousiae, empfanget die Seelenwärme, dass ihr im Fühlen leben könnt, wenn Menschenwesen fühlen. Und tief unten, da wo die Geister und Götter der Tiefe walten, wo aus den Abgründen, in denen viel Böses waltet, die tiefen Kräfte, als die Guten von weit heraufgezogen werden müssen, da ziehen alle Götter der zweiten Hierarchie zugleich. Und es antwortet darauf wie aus einer mächtigen, gewaltigen kosmischen Stimme, in die zusammenklingen die mächtigen Stimmen der mächtigen Geister der zweiten Hierarchie, wenn die Achai in ihrer Sorge um des Menschenwesens Wollen sich an sie wenden, alle drei zusammen, die drei Scharen aus drei Chören, zu einem Chor, Kyriotetis, Dynamis, Exousiae. Achai in ihrer Sorge, es wollen die Menschenwesen, wir brauchen die Tiefenkraft, dass wir im Wollen wirken können. Kyriotetis, Dynamis und Exousiae, empfanget die tiefen Kraft, dass ihr im Wollen wirken könnt, wenn Menschenwesen wollen. Wir wachsen hinein in die geistige Welt. Stattdessen, was uns hier auf der sinnlichen Erde umgibt, umgeben uns die Chöre der geistigen Welt. Und wir werden Zeuge dessen, was die Götter sprechen, was die Götter sprechen bei ihrer Sorge um die Menschenwelt, bei ihrem Schaffen in der Sorge um die Menschenwelt. Nur wenn unsere Meditation übergeht in diese völlige Ausschalten dessen, was wir hier auf der Erde sind, und in ein Erfühlen desjenigen, was drüben die Götter in ihrer Göttersprache eine Welt sein lassen, erleben wir die wahre Wirklichkeit. Und wichtig, von unermesslicher Wichtigkeit wird es sein, zum Verständnis dessen, was erlebt werden kann, drüben in dem Leben zwischen dem Tode
und einer neuen Geburt, wenn gehört wird, was sonst nicht verstanden wird, durch das Rückerinnern an dasjenige, was auf Erden noch gehört worden ist. Wir werden ermahnt, dass die Menschen heute diese Erkenntnisse der Initiationswissenschaften in sich aufnehmen sollten, weil nur dann könnten sie verstehen, was die Geister in der Welt sprechen, wo der Mensch weilt in seinem Leben nach dem Tode, dass er, wenn er das nicht gehört hat aus den Initiationswissenschaften, nicht verstehen wird, was die Engelwesen zu ihm sprechen, er nur ein Grollen hören kann und einsam bleibt in der geistigen Welt. So ist es für die heutige Menschheit wichtig, diese Initiationswissenschaft zu hören, wie die Wesen der dritten Hierarchie ihre Sorge aussprechen und wie die Geister der zweiten Hierarchie antworten in ihrem liebevollen Wollen für die Menschenwelt. Es denken die Menschenwesen, empfanget das Licht der Höhe. Es fühlen die Menschenwesen, empfanget die Seelenwärme. Es wollen die Menschenwesen, empfanget die tiefen Kraft. Menschen, die in esoterischen Schulen das gehört haben, werden durch die Pforte des Todes gehen, die Worte drüben wieder klingen hören, zusammen klingen hören, die esoterische Schule hier, das Leben zwischen Tod und neuer Geburt dort, verstehen werden sie, was dort erklingt. Oder die Menschen sind dumpf und unwillig gegenüber dasjenige, was die esoterischen Schulen nach der Vorbereitung durch die alte allgemeine Anthroposophie sagen. So ist es wichtig, wenn wir gehen durch die Pforte des Todes, das mitnehmen zu können. Sie hören dort, was sie hätten hören sollen, schon hier. Sie werden es nicht verstehen, wenn sie diese Worte hier nicht gehört haben. Und wenn wir bei unserem Erleben in der geistigen Welt vordringen in die höheren Regionen, dann hören wir das, was uns die 19. Stunde schildert. Nun stehen wir drinnen im Geisteswort. Wir erleben uns als Geisteswesen, als Teil der geistigen Welt. In jenem Geisteswort, das dem Weltenschaffen zugrunde liegt. Wir fühlen um uns herum dieses Geisteswort. Wir fühlen die Welt durchdrungen von diesem Geisteswort. Wir fühlen uns selber umwoben von diesem Geisteswort. Wir fühlen eindringen in unser inneres Menschenwesen dieses Geisteswort. Wir fühlen zuletzt einströmen in unser Herz dieses weltenweite Geisteswort. Da fühlen wir uns mit unserem ganzen Menschenwesen in diesem Wellen des Geisteswortes. Da fühlen wir uns geistig im wortgewobenen Weltengeiste. Und der Hüter spricht aus der Ferne zum Menschenwesen. Das Menschen-Ich weiß sich im Bereich der seraphisch-cherubisch-Throne getragenen Geisteswort der ersten Hierarchie. Der Hüter spricht. Wer spricht im Geisteswort mit der Stimme, die im Weltenfeuer lodert, aus dem Reich der ersten Hierarchie? Es sprechen Sternenflammen, es flammen seraphische Feuermächte, sie flammen auch in meinem Herzen, in des Urseins liebe Quell, findet Menschenherz, schaffendes Geistes Flammen sprechen. Es ist ich, meine lieben Schwestern und Brüder. Derjenige, der in der Esoterik reich eindringen will, sollte eigentlich zunächst fühlen, dass das uralt Heilige Ich bin ich bin ein heiliges Wort ist, das aus einer jenseitigen Wirklichkeit herübertönt.
Es ist nur ein Abglanz, was wir im flüchtigen Gedanken als Ich bin festhalten. Eigentlich müssen wir uns bewusst sein, dass das wahre Ich bin zunächst im Erdenbereich nicht aus uns spricht, dass wir, wollen wir würdig und wert Ich bin sagen, wir erst hineinkommen müssen in das Reich der Seraphine, Cherubine und Throne. Dort erst klingt das Ich bin wahr. Hier im Erdenbereich ist es Illusion. Da aber müssen wir, damit wir das wahre Ich bin in uns erleben, da müssen wir das Weltenwort hören. Seraphine, die mit Blitzesflammen, Geistesblitzesflammen ihren Weg durch die Welt wellen, sie sprechen die Feuersprache des Weltenwortes. Da, wo wir nun stehen, das Wort ist Flamme, flammende Stimme. Und indem wir in diesem lodernden Weltenfeuer, das in der flammenden Stimme der Feuersprache spricht, uns erleben, erleben wir das wahre Ich bin. Wenn das Menschenwort erklingt, dann spricht das Menschenwort Menschendenken. Und wenn Geisteswort erklingt, dann spricht das Geisteswelten-Wort Weltendenken. Das Menschen-Ich weiß sich im Bereich des seraphisch, cherubinisch, Throne getragenen Geisteswort. Der Hüter spricht aus der Ferne. Was denkt im Geisteswort mit Gedanken, die aus Welten Seelen bilden, aus dem Reich der ersten Hierarchie. Es denken der Sterne Leuchter, es leuchten cherubinische Bildekräfte, sie leuchten auch in meinem Haupte, in des Urseins Lichtes Quell. Findet Menschenhaupt, denkendes Seelenbilde wirken. Es ist ich. Es sind diejenigen Gedanken, die aus den Weltenseelen, aus allen Weltenseelen, die angehörenden Wesenheiten der verschiedenen Hierarchien herauskommen, die bilden, gestalten, formen alles, was in den Reichen der Welt ist. Deshalb fragt der Hüter, wer da denkt, die bildegekräftigen Gedanken. Erst waren es Flammen, die sprechen die Worte, Sternenflammen sprechen die Worte, die Leuchter, aus denen die Flammen kommen, denken. Das Weltengeisteswort sprechen ist es, Gedanken strömen aus ihm, aber die Gedanken sind schaffend, die Gedanken sind Kräfte durchdrungen, sie strömen. Die Gedanken und Weltenwesen und Weltengeschehnisse werden daraus. Alles, was ist, in ihm leben die wortgebildeten Weltgedanken, die gedankentragenden Weltenworte. Das ist nicht bloß Denken, das ist nicht bloß Sprechen, das ist Schaffen, das ist Kraften. Kräfte strömen in den Worte, Kräfte zeichnen die Gedanken hinein. In die Weltenwesen, in die Weltengeschehnisse. Darauf deutet die dritte Frage des Hüters der Schwelle aus der Ferne. Der Hüter spricht aus der Ferne. Was kraftet im Geisteswort mit Kräften, die im Weltenleibe leben, aus dem Reich der ersten Hierarchie? Es kraft der Sternenweltenleib. Es leiben der Throne Traggewalten. Sie leiben auch in meinen Gliedern, in des Urseins Lebensquell. Finden Menschenglieder, Kraften des Weltenträger walten. Es ist ich. Die ganze Welt
die da ertönt vom Weltenwort, die da durchleuchtet wird vom Weltgedanken. Sie ist Weltenleib, so wie dasjenige, was im Menschen denkt und spricht, Leib getragen ist. So ist dasjenige, was im Weltenwort ertönt, im Weltenwort Gedanken durchleuchtet erscheint, Weltenleib. Ihn tragen die Throne, oder besser gesagt, er ist dasjenige, worin die Throne, das Gedanken durchleuchtete Weltengeistes Wort tragen. Und wir müssen, wie wir Licht leuchten lassen und das Leben im Leben bilden, so müssen wir das Leib, den Leib auch leiben, im Bilden erleben, im Leiben. Leib ist etwas in jedem Augenblick Tätiges, Bewegliches, Regsames. Es leibt. Weltenwort, Weltendenken, Weltenleib, sprechender, denkender Weltenleib. Auf ihn bezieht sich der Hüter der Schwelle in diesen Mantren. Es ist gewiss, meine lieben Schwestern und Brüder, eine Art Abschluss dieses Weges, der begonnen hat im Reiche der Illusion, im Reiche der Maya, der uns geführt hat zum Hüter der Schwelle, der uns geführt hat in Selbsterkenntnis, durch die Selbsterkenntnis hinüber in die geistigen Reiche, der uns hat hören lassen die Chöre der Hierarchien. Es ist gewissermaßen ein Abschluss, den wir jetzt, wenn wir jetzt stehen auf der Stelle, wo wir das wahre Ich bin in uns erleben. Wenn uns das dreifache Es ist Ich aus dem Herzen quillt, da wo es uns aus dem Herzen quellen darf, wenn es uns aus dem Herzen quillt, so dass es wird in unserem Herzen das Echo desjenigen, was Seraphine, Cherubine, Throne in diesem Herzen erklingen lassen. Und wir erleben und sehen so, wir erkennen so, diese Schule ist eine Schule, eingesetzt aus der geistigen Welt selber. Sie stellen vor unserer Seele dar, diese Mantren und diese esoterischen Unterweisungen, welches der Weg hin ist bis zu der Ergreifung des wahren Menschen-Ich in der Umgebung der Seraphine, Cherubine, Throne. Wir sollen fühlen, dass die Meditation da war, dass wir einmal in ihr waren. Wir sollen ein anderer Mensch geworden sein dadurch, dass wir fühlen, die Meditation macht uns zu etwas anderem. Dadurch, dass wir einmal mit ihr begonnen haben, können wir gar nicht mehr im Leben dies vergessen. Wir sind aber im Bewusstsein, dass unser Bewusstsein beim Erleben der geistigen Welt ein anderes wird, um uns zu verbinden mit dem Erleben der wahren Wirklichkeit dessen, was wirklich ist, dem, was wir nennen, Geist ist. Und wie, wenn wir das getan haben, solange der Geist uns trägt, nun wieder zurückgehen in die sinnlich-physische Welt und hier wieder das Bewusstsein verwandeln müssen, dass wir ein strebender, tüchtiger, fleißiger, anständiger Mensch sein können in der sinnlich-physischen Welt, wieder das sinnlich-physisch entsprechende Bewusstsein uns erbringen können, aufbauen können, in uns aufleben lassen können. Und so werden wir zum Abschluss wieder die erste Tafel aus der achten Stunde sprechen. Die Tafel, die uns hinweist, dass die ganze Welt, dass alles in der Welt, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft den Menschen zuruft, erkenne dich selbst. O Mensch, erkenne dich selbst. So tönt das Weltenwort. Du hörst es seelenkräftig. Du fühlst es geistgewaltig. Wer spricht so weltenmächtig? Wer spricht so herzinniglich? Wirkt es durch des Raumes weiten Strahlung in deines Sinnes Seins Erleben? Tönt es durch der Zeiten Wellenweben in deines Lebens Werdestrom? Bist du es selbst, der sich im Raumes fühlen, im Zeiterleben, das Wort erschafft? Dich fremd erfühlend in Raumes Seelenleere, weil du des Denkens Kraft verlierst
im Zeitvernichtungsstrom. Aber wir müssen auch uns immer wieder vor die Seele führen, dass Erkennen eine ernste Sache ist, dass die Welt der großen Illusion, die Welt der Maya uns das Erkennen nicht liefert, dass wir erst an die Schwelle kommen müssen, wo der Hüter steht, und dass an der Schwelle erst all die Truggestalten verschwinden müssen, mit denen die gewöhnliche Sinneswirklichkeit und das gewöhnliche Denken erfüllt wird. Das können wir empfinden, wenn aus denselben Weltentiefen, aus denen wir heraus wahrgenommen haben, das Weltenwort, das eben gesprochen worden ist, es ferner zu uns klingt. Erkenne erst den ernsten Hüter, der vor des Geisterlandes Pforte steht, den Einlass deiner Sinnenkraft und deines Verstandes Macht verwehrend, weil du im Sinnesweben und im Gedankenbilden aus Raumes Wesenlosigkeit, aus Zeitentruggewalten des eigenen Wesens Wahrheit, dir kraftvoll erst erobern musst. Wenn wir solches gehört haben, kann in uns andächtig das Gegenwort aus den Tiefen unserer Seele heraussprechen. Ich trat in diese Sinneswelt des Denkens Erbe mit mir führend. Eines Gottes Kraft hat mich hereingeführt. Der Tod, er steht an des Weges Ende. Ich will des Christus Wesen fühlen. Es weckt im Stoffes Sterben Geist Geburt. Im Geiste find ich so die Welt und erkenne mich im Welten werden. Das sind die Worte der Michaelschule, wenn sie gesprochen werden, wellt und webt Michaels Geist durch den Raum, in dem sie gesprochen werden. Und sein Zeichen ist dasjenige Zeichen, das in seiner Gegenwart seine Gegenwart bekräftigen darf. Dann führt uns Michael in die rechte Rosenkreuzer Schule, die offenbaren soll des Menschen Eigenwesens Geheimnisse in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft, durch den Vatergott, den Sohnesgott, den Geistesgott. Und dann das Siegel drückend auf die Worte Rosae et Cursis darf gesprochen werden. Ex Deo nascimur, in Christo morimur, per Spiritum sanctum revivissimus, begleitet von dem Zeichen des Siegel Michaels, die das sind bei dem ersten Worte, bei dem zweiten Worte, bei dem dritten Worte, wobei wir fühlen, die Worte aussprechen, sie bekräftigend durch Siegel und Zeichen Michaels, bei dem Worte ex Deo nascimur, ich bewundere den Vater, bei dem Worte in Christo morimur, ich liebe den Sohn, bei dem Worte per Spiritum sanctum revivissimus, ich verbinde mich dem Geiste. Die Zeichen heißen das. Michaels Gegenwart, sie wird bekräftigt durch sein Siegel und Zeichen. Ex Deo nascimur. In Christo morimur, per Spiritum sanctum revivissimus. Vielen herzlichen Dank.